geht nur noch Discord und dann bin ich wieder da. Hoffe ich zumindest. Da, jetzt bin ich wieder da. Baby. Ja, da war mal das ganze Internet weg. Ach da. Ach, das ganze Internet weg. Ich war komplett weg gewesen. Kannst du mich gleich nochmal einladen? Ja. Ich hoffe, dass es jetzt eine einmalige Sache war. Ich hoffe, dass ich jetzt hier keine Zombies habe. Heute ist wieder so ein Tag, ne? Da hast du echt... Ich weiß es nicht. Ich stehe hier gerade, ich wundere mich, warum der Schubkasten nicht aufgeht und dann... Ich rede und dann... Okay. Nee, das ganze Internet war weg. Ich dachte erst, dass eventuell DC wieder. Ich habe gar nicht gesehen, dass offline stand. Aber auch so aus dem Nichts jetzt wieder, ohne Vorankündigung, ohne sonstiges. Das war jetzt wieder, ja, wo ich ja nicht weiß, ob es wieder ein Bitfehler war oder ob es Internet jetzt war. Ich, naja. So. 5, Elektrotechnik 1, weg. Ja, das. Das. Das kann alles weg. Oh Gott! Außen rennt bei mir irgendwo ein Zombie rum. Also falls du das gerade gehört hast, das war bei mir. Das war der Desktop-Zombie. Nee, hier rennt Ingame ein Zombie irgendwo rum. Hose, weil ich mich was eingeschissen habe, Alter. Tree nehme ich alle mit, Papier nehme ich mit, die nehme ich mit. Das ist leer. Muss ich jetzt jedes Mal diese Scheiß umstellen vom Monitor? Jetzt ist es aber auch lustig, es ist der Schnee weg, den ich eben hatte. Boah, ey, der Dachboden ist knüppelsvoll. Muni, Reparatur. Brauchen wir nicht. Ein A-Cock nehmen wir mit. Ja, kann ich gar nicht mehr tragen, wow. Was kannst du nicht mehr tragen? Ich habe genau das ganz Falsches verstanden. Was ganz Falsches. Feiner Stoff, ne, das schmeiße ich dann weg. Nehmen wir das mit. Irgendwo rennt hier draußen irgendwo ein Zombie rum. Ich hoffe, dass der nicht reinkommt. Muni muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Was schmeiß ich dafür weg? Die Batterie schmeiß ich weg, egal. Teilung G2, Schneiderei 5. Das runterbuchsieren, das auch runterbuchsieren. Wasserspeicher Gewächshaus. Flaschen.
Blauer Pauscher. Jetzt sind wir mit Fetish. Hab ich hier oben jetzt alles? Ja. Ja, wo geht's denn hier wieder runter? Bin ich jetzt doof? Ach da. Du kommst nie wieder raus. So. Haben wir da noch Platz drin? Yes, das ist really gut. Dann tun wir das alles da rein. Das tun wir rein. Bin ich hier auch durch? Das können wir drehen, das können wir dahin tun. Boxieren wir das hier rüber, dann haben wir hier nämlich noch Platz. Ja. Nee, das nicht. Aber für den Rotz hier. Das können wir drehen. Können wir drehen hier rein tun. Das tun wir hier rein. Dann haben wir das. Sehr gut. Ich hab 32 9mm Patronen für dich. Das kommt hier alles rein. Ja, ich habe auch massig Muni von allen möglichen Sachen, aber ich tue es erstmal in die Rucksäcke ein. Weil ich sonst hier ein kleines Platzproblemchen hab. Ist immer alles ungelootet. Jesse, dann wünsche ich dir einen guten Start in den neuen Tag. Danke, dass du da gewesen bist. Versuch dich nicht zu sehr zu ärgern. Ich weiß, es ist immer leichter gesagt als getan. Aber das schadet dir mehr als ja, alles andere. Komm gut in den neuen Tag auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Ach du Scheiße, ich habe nur 27 Energie. Das haben wir, das haben wir. Den haben wir denn da? Okay. Gibt es noch anderthalb Rucksäcke, da bin ich voll. Da ein kleines bisschen habe ich noch. So, dann bin ich auf jeden Fall durch dieses Haus hier durch. Das ist gerade mal mein zweites. Ach, da hinten ist der Bus. Ja, also ich bin im Haus weiter. Ich mach gerade das, was ich dir eigentlich bieten wollte. Ja, alles gut. Also wenn nicht, hier gibt es auch eine oberste Etage. Warte mal, ich kümmere mich gerade um die Zombies hier. Nervt mich gerade ein bisschen. Und vielleicht mal die Fahrzeuge aus. Vielleicht finden wir ja doch. Es wäre schön. Oder sind, hier sind Polizisten-Zombies. Oh, neue Energieriegel. Geil. Und noch ein Energieriegel. Geil. Polizei-Zombies? Ja. Jetzt mit denen looten. Bevor er wieder despawnt. Auch noch so viele Häuser hier hinten an der Straße. Ist auch Polizeizombie, what the fuck? Sind richtig viele Polizeizombies gerade. Haben die auch ein neues Herz? Ich könnte eins gebrauchen.
Meins ist gerade weggeflogen. So. Uff, sind hier viele Zombies. Nee, das Karree lasse ich auch. Das sind noch viel zu viele Häuser. Nee, habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Weil ich lieber zum Schiff wollen würde, mir das mal anzugucken, als hier die Häuser. Bin ich ganz ehrlich. Dann würde ich sagen, gehen wir uns gleich leer machen und gehen direkt zum Schiff. Nee, ich gehe mich nicht leer machen. Ich bin jetzt hier am Schiff, da gehe ich jetzt nicht nochmal zurück. Also wir sind direkt hier am Schiff. Ja, aber trotzdem wird das Inventar nicht reichen. Ja, zumindest mal zum Angucken, dass man weiß, woran man ist. Trinken. Hallo Maus, was ist mit dir denn los? Weg. Auch weg. Das konsumieren. Mit das konsumieren. Ja, genau. Isst dir diese Kekse, hast die Hälfte des Trinkens weg. Genau. Ich bin ja immer noch in der Hoffnung, dass ich hier Schuhe finde. Ich warte hier an der Kurve, ne? Also. Ja, ich mache hier Richtung schnell. Schiff. Wie gesagt, das eine Karree lasse ich aus, weil A sind da zu viele Zombies und B, das ist halt, ja. Ja, hier sind noch einfache Teile, das kann ich nicht liegen lassen. Hallo, was ist denn mit meiner Maus los? Sortieren hier. Okay, hier Meister der Waffenstand 1, ich glaube, das ist das, was gefehlt hat. Band 3 und Band 4 habe ich auf jeden Fall. Und Schneiderei Band 4 halt. So, was für Waffen hast du jetzt dabei? Also welche Muni, da würdest du mitballern jetzt sofort? Also aktiv? Die Pumpe. Also ich habe 3 Waffen insgesamt mit. Einmal die aktiv habe ich die 7,62er und die Pumpe, also die Kaliber 12. Ja. Und ich habe noch die 5,56 als... Okay, mehr wollte ich nicht wissen. Aber die liegt im Karren. Aber das ist ja egal. Gut, dass ich da schon mal die Muni rauszone. Dass ich dir die gleich direkt dann geben kann. 5, 5, 6. Magentabletten. Hier nehme ich einen Kaffee rein, tun. Ist das voll? Kann ich den da hin tun? Nichts im Muni drin? Nee. Okay. Die wieder wegpacken. Okay, dann können wir die hier reinpacken, die Muni. Dann 7,62. Shotgun. 5,6 haben.
das da räumen. Das da hin. Das da. Das kann man da hinpacken. Das hoch, das da hin. Hier rein, da rein. Den Bus hat es hier geguckt gehabt, ne? Kann man den looten? Weiß ich nicht, deswegen fahre ich ja gerade. Ja, ich glaube nicht, dass man den looten kann. Oh wow, hier hinten ist einfach eine Sackgasse. Ernsthaft? Da komme ich auch nicht durch, dann gehe ich da hinten durch. Da. Hier waren wir. Das okay, dann können wir uns hier rein. Da vorne, gut. Ich laufe aber ganz schnell nochmal zum Bus. Das will ich jetzt wissen. Nicht, dass man das looten kann und ja, genau, pass auf, da sind ganz viele Zombies in der Nähe, ne? Da in den Karree auch, da sind richtig viele Zombies. Also nicht nur a little bit hier, a little bit there, da ist everywhere. Gerade da steht. Ist nichts drin. Kann ich dir mal gerade die Muni da geben? Ja, ich leg dir mal den Rucksack raus, wo du reinlegen kannst. Da. Weil das ist nicht wenig, das ist sehr viel. Ich guck gerade mal, wo ich den Energieriegel habe. Also du kannst auch Chilis essen und sowas. Die geben auch Energie wieder. Also körperliche Stärke oder hier diese Dosenfleisch und sowas. Körperliche Stärke 20. Ja, ja gut. Ne? Da will ich aber nicht alle, die so viel geben, sofort essen wegen warm machen, ne? Wenn es geht. Ja gut, aber wenn wir die jetzt gebrauchen können, bevor die noch weiter ablaufen. Meine sind alle voll. Ich habe irgendwo noch einen Riegel. Na ja. Hier. So, das noch rein voll dann und dann passt das. Für eine Fähre, da bin ich mal gespannt. Oh, mir wird nicht warm durch das Kraftwerk. Junge, das ist aber auch ein Riesenschiff. Alter. Ja, das sieht mal aus, als wäre das eine Fähre, also wo auch Autos drin sind. Mhm. Über da vorne steht ein Auto. Schon mal alles nachladen. Ich finde es jetzt so lustig, wenn es einfach nur ein Platzhalter ist. Ich glaube, das ist sogar ein fahrbares Auto hier.
Ja. Jo, es qualmt. Mir wieder nicht. So, die letzten Pfeile hier ins Inventar. Oh, das erinnert mich an Ship Graveyard Simulator. Ja, dachte ich auch gerade. Ich habe ja gestern den zweiten Teil davon gespielt. Oh. Habe ich ja den Key zu bekommen. Das kommt ja jetzt am 16. raus. Das ist richtig geil gemacht. Das ist noch besser als der erste Teil. Ja. Mhm. Ach du Scheiße, ja gut. In die Kisten kann man looten. Ich würde erst einmal durchgehen, checken. Außer das, was gerade auf dem Boden rumläuft. Rumläuft. Okay, die Tür kann man nicht öffnen. Ah, voll viel Nahrung wieder. Was hier unten? Hm. Ach du Scheiße, hier an der Seite ist eine Laderampe. Kann man sich irgendwie ducken? Ja. Ich höre irgendwo ein Zombie. Irgendwo sind Zombies. Ah, hier bei mir. Wieder ein Polizist. Okay, die dicken Container kann man nicht looten. Machete, Machete. Eine Feuerwehraxt. Die nehme ich aber mit. Vorschlaghammer, das. Und schon wieder Nahrung. Wird doch besser den Karren mitgenommen. Wie denn? Ja, stimmt. Weinflaschen, Zigarette. Oh, noch mehr Nahrung. So ein reiches aber auch. Mehr, oh, noch mehr Nahrung. Viel mehr Muni wäre super. Da geht's noch rein. Penicillin. Auf jeden Fall jetzt mal die Kisten durch. Auf jeden Fall muss ich die gleich nochmal rein. Da ist noch ein komplettes. Ach du Scheiße. Ein komplettes Nahrungsregal bei mir. Also, wir haben auf jeden Fall erstmal keine Nahrungsprobleme mehr. Ja, hier unten bei mir ist auch noch eine Kiste voller Nahrung, aber. Ist gar kein Platz für. Ich muss mal raus in meinen Wagen. Magentabletten. Das. So viel Penicillin und Adrenalin, ne? So ist der Rucksack einmal komplett voll. Jetzt habe ich noch einen Rucksack.
Okay, ich komme mich mal auslernen. Oh Gott. Das kann hier rein, das kann rein. Wasser überall. Doch wir haben nichts zu trinken. So, das haben wir. Das kommt hier rein, das kommt hier rein. Das kommt hier rein. So. Dann noch mal rein. Also ein Zombie lief da drin, das war ein Wachmann. Okay. So Polizist, Zombie, wie auch immer, keine Ahnung, wie man die schimpfen soll. Du. Gut. Das bisschen noch mitnehmen. Ich glaube, das hatten wir leer gemacht. Genau. Das hatten wir auch leer gemacht. Das hatten wir leer gemacht und dann war es das, glaube ich. Yes, okay. Den Frachtraum haben wir leer. Sagt es irgendwie hier oben kann man rein oder was? Ach hier, warte, dann gehe ich mal nach ganz vorne. Und hier auch noch irgendwo rein? Nee, da nicht. Hier geht eine Leiter, die Leiter nach oben. Hoch und dann die kann man da noch auf der rechten Seite geradeaus rein. Okay, die Leiter kann man nicht hochklettern. Ich höre irgendwo ein Zombie. Ich komm grad hoch. Kommt man nicht rein? Kommt man auch nicht rein? Oh wow, jetzt ist meine Lampe leer. Ich habe gerade meine Batterien weggetan. Ernsthaft? Ah ne, hier habe ich noch welche. Die noch klettern? Ach, die kann man hochklettern. Die andere Leiter da hinten aber nicht. Logik, die man nicht verstehen muss. Vorschlaghammer brauchen wir nicht. Magentabletten, Alkohol. Dosenfutter. Bist du ganz oben oder bist du drin im ersten? Ich bin ganz, ganz hoch gegangen. Okay, manche Leitern kann man nicht benutzen. Unlogisch. Die können wir benutzen. Zeitschrift, Energietabletten, Wasser, Nahrung. Leere Kiste, okay, auch nicht schlecht. Kochpot kann weg, Nahrung, Penicillin, Kaffeebohnen weg. Zack. Oh Gott, noch mehr Nahrung, trinken, Nahrung. Kann man doch bestimmt irgendwie hoch, oder? Hier ist aber nichts.
nächste Kiste. Alkoholsalbe. Zeitschrift, Energie, Kaffee weg. Virenblocker, Penicillin. Bin ich voll? Anscheinend, ja, pass auf, denn ich bin auch körperliche hier, ich bin Stärke. Auch hier. Okay, hier werden wir nichts haben. Ne, von da kamen wir ja, genau. Oh lol, hab ich die Kiste übersehen in deiner Ecke? Ja. Oh, hier sind noch mehr Kisten oben drauf und hier liegt einfach Nahrung auf dem Boden. Ein bisschen Platz habe ich noch. Ja, dann guck du hier am besten mal das durch, weil ich habe gar keinen Platz mehr. Wenn ich schmeiße halt eine Feuerwerks weg. Da unten sieht es aber auch aus, als wenn man da hin könnte, die ganzen Container. Ach du Scheiße. Okay, Feuerwerks. Weg. Noch irgendwie hin können, jetzt mal ganz ehrlich. Man kann echt nicht nach ganz vorne. Schade. Das ist schade. Ich bin auch komplett voll, aber ich guck trotzdem noch. Ah, noch so viele Dorf. Ich habe halt nur noch eine Feuerwerks hier, ne? Also noch eine, dann könnte ich eine Rose mitnehmen. Genau! Warum fällt dir die Leiter runter? Wie doof ist der denn? Okay. Der ist erst geklettert und dann auf einmal gefallen. Ich bin mal ganz kurz hin. Ich bin mal ganz kurz auf der Pullerbox. Juhu.
WoW. Also oben sind noch liegen noch Dosen. Ich schmeiß hier einfach Ziegel weg. Zeitschriften brauchen wir, das auf jeden Fall auch. Das da rein, das können wir da stacken. So, jetzt dann die Reihe ist einmal komplett. Ich will halt gerne Essen liegen lassen. Konserven. Das kann man alles noch. Können wir da unten rein tun? Die können wir da unten rein tun. Zwei Flaschen. Ja, warum passt die nicht? Ach, da oben war auch noch Platz, alles klar. So, dann haben wir den auch komplett. Completus Vollus. Die Feuerwerks krieg ich nicht mit. Gut. Das können wir da noch. Das können wir da noch. Sind doch mehr Konserven gewesen, als ich dachte. Dahin, dann ist auch der voll. Jetzt habe ich nur noch den Platz hier unten im Karren drin. So, ich bin voll, voll. Oh, doch, klappt. Kommen wir nach Hause. Ja, ich habe ein bisschen Silber weggeschmissen. Passt nicht mehr. Ja, ja, würde ich sagen. Gehen wir davon aus, dass wir den einen Ding da auch noch über den Weg laufen werden gleich. Das Airfield sieht aber auch interessant aus. Mhm. Ich spare mir lieber die Lampe. Ich sehe genug. Weil so viele Batterien haben wir jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt 4 Stück gefunden. Ich habe ein paar mehr gefunden. Ich habe die auch in den Rucksäcken drin und so. Ja, 4. So viele Konserven, Alter. Ja, Konserven haben wir jetzt massig. Auch einiges an Magentabletten und sowas. Ja, cool, dass die Sounds aus den Dingens-Programmen da auch angezeigt werden. Aber da kann ich nämlich noch ein paar mehr hochladen. Hm. Dann haben wir das Dorf durch, bis auf da hinten die Hütte, die Scheune. Also, nice. ich wünsche dir eine gute Nacht. Danke, dass du da gewesen bist. Dir einen guten Start in den, was haben wir morgen überhaupt? Mittwoch, ne? Mittwoch. Bleib gesund auf jeden Fall. Und man schreibt, hört, liest sich. Kriegt was. Bis zum nächsten Mal dir. Ja, ich warte, kann man hier am Wasser besser lang?
Clear. Schmuck und Suppe ist wie ein großer Brei. Leute, anders despawned. Ja, deswegen habe ich auch eben zugesehen, wie ich die ersten zwei gekillt habe, die Pfeile so schnell es geht zu looten. So. Karren ist noch da. Wo bist du? Ach, da hinten. Ja, ich bin hier außen rum. Keine Lust auf Konfrontation. Ach, das waren nur die beiden einfachen. Da-da-da-di-da-di-da. Obwohl, wenn wir schon mal hier sind, obwohl 98%, ja, der Regen hat's getan, okay. Du bist ja eh schneller. Mich ärgert das jetzt, dass eben Internet weg. Ich hatte, wie ich heute am frühen Nachmittag angefangen hatte, schon mal Pali zu streamen, war nämlich auch schon verworfene Frames, also Upload hat rumgesponnen. Aber du kannst halt nicht einsehen, ob es jetzt wegen diesen Bitfehlern ist oder ob wirklich Internet weg war. Das ist das Schlimme daran. Hm. Ich will nämlich meine Vermietung damit auf den Sack gehen. Ich dokumentiere das momentan, wann das immer auftritt. Oder direkt zum Mieterschutzbund. Ich muss mal gucken, je nachdem, wie ich lustig bin. Ich ehrlich gesagt keinen großen Bock mehr auf Diskussionen habe. Ich möchte einfach, dass es erledigt wird und fertig aus. Oh, hell. Weil bist du bei Vodafone oder Allgemeinkabel-Dingens-Anbieter? Hast du Probleme? Gehst du über normale Telefonbuchse? Hast du Probleme, weil der Kabel nicht richtig funktioniert? Also irgendeine Leitung muss funktionieren. Also pff. Ist dir mal aufgefallen, dass der Mond eine Echtkopie ist? Ich hab schon nie drauf geachtet. Gerade gesehen. Oh, ja, stimmt. It's right. Oh Gott. Autos. Eine grüne Batterie und eine Taschenlampe. Ärgert das so extrem, ne, dass ich diesen einen Werkzeugkoffer, den ich da hatte, weggeschmissen habe. Ja. Naja. Mir wurde gesagt, in welchem Gebiet es wohl eine erhöhte Chance geben soll, das zu spawnen. Okay. Das ist bei deinem Startpunkt. Also zwischen dem Bergwerk-Ding, wo wir erst waren, und dem Flughafen in diesem Gebiet da. Diese umgebende Straße da mit dem Hintern. Ob stimmt, weiß ich nicht. Ja, aber das würde ich fast schon vermuten, weil ich habe da halt auch einen Werkzeugkasten in der Nähe gefunden, ne? Da links sind Kalksteine wieder. Oh, da habe ich jetzt ein paar. Ja, ein bisschen was habe ich auch.
Jetzt kommt das schöne Einsortieren. Ja, ich glaube, ich muss erstmal die Öfen wieder anschmeißen. Wir haben keine Solarpanels gefunden, ne? Nee. Da unten aber hatten wir welche gefunden im Süden. Oh, massig Batterien, ne? Oh ja, da kann ich ein zweites Dock bauen. Können die theoretisch gleich rein. Sieht immer so wild aus mit dieser Karre, ey. Jetzt mach ich jetzt erstmal den Rucksack mit der Nahrung. Das müsste der hier sein. Zack, zack, zacke die Zack. Ach lol, ach, da kommt man hier noch runterscrollen im Dingens, im Rucksack. Ja. Dann hatte ich doch noch ein bisschen Platz. Dein Ernst? Oh Gott. Die Frage ist, wo machen wir die nächste Essenskiste? Ja. Da noch das rein. Das und das. Das sind zwei einfache Teile. Ach, verdammt, reicht nicht mehr. Aber für einen reicht es auf jeden Fall. Erstmal. Ein einfaches Teil. Da-da-di-da. Das sind die Zeitschriften. Penicillin. Ein Regel, bliblablub. Ist der Rucksack leer. Uff, hier ist ja auch noch Nahrung drin. Ja, gut. Schneiderei Band 1 und Waffenkunde fehlt Band 3. Ich glaube, ich habe das Richtige eingepackt. Das ist gut. Ich hol mal Holz.
Blaupausen. Die hatte ich, glaube ich, hier drin. Nee, warte mal. Ich mache hier kurz mal den Restdosen rein. Ich gehe mal. Wir sind das alles hier rein. Penicillin. Oh, ich habe die Zeit schon vergessen auszusortieren. Das da rein. Das war knapp. So langsam müssen wir immer weiter rennen zum Bäume fällen. Energieriegel. Dann noch ein Energieriegel. Die Kekse kann ich futtern direkt schon. Das kann ich konsumieren. Das kann ich schon trinken. So. Genau, hier waren die blauen Dinger drin. Zeitschrift. So, und dann Planken. Die Batterien. Dann wurde ich doch schon, ja, genau hier. Die grünen reingetan. Dann hatten wir hier die Teile. Jetzt schon wieder einige zusammen, das ist gut. Elektro. Kleingedönse. Draht. Ja, ja, ich hatte immer einen guten Draht zu dieser Kiste. Sagen, ne? Aber die Kiste ist voll. Ja, ich baue gleich noch eine. Ach, fuck, Meisterwaffen 3 fehlt. Na gut, dann kann der weg. Soll ich auch mal gucken, welchen ich da hatte? Ich weiß es nicht mehr. Oh, hier habe ich noch mehr Nahrung drin. Pass auf, dann hole ich erstmal alles andere raus. Lasse ich erstmal hier drinnen. Schmittelalkohol, das. Mann, passiert doch nicht jetzt, Kackback. Thank you.
Silberkoffer tue ich hier hin. Magentabletten. Das tue ich einfach mal dahin. Ich habe denn hier noch Blau-Dinger, Blau-Pausen. Oder muss ich hier auch noch wenigstens Dosen drin? Da haben wir das. Warum denn die Zigaretten? Nicht mehr. Hier tue ich die mit hier vorne rein. Und dann kommt man nach oben. Dietriche noch. Schalala, schalala, schalalala. Übrigens fangen jetzt die ersten Supermärkte an. Ja, ich weiß. Ich hab's schon gesehen. Der Rucksack ist auch leer. Kann ich hier wieder eintun? Den einmal den nächsten, bitte. Nächster, bitte. Oh, noch mit Dosen. Ja, hier. Ja, da habe ich schon ein paar reingetan. Oh, da liegen Verbände auf dem Boden. Wie kommt die denn da hin? Ja, ich habe auch schon welche weggeschmissen. Ist einfach alles voll hier. Und ich habe gleich auch noch Erste-Hilfe-Taschen. Auch noch. Yep. So, da drin. Da das drin. Die Teile drinne, hier haben wir Draht drinne. Achso, So, dann hatten wir hier irgendwo die Batterien. Genau. Warte mal, irgendwo hatten wir auch noch diese blauen Werkzeugkisten. Ich hatte doch hier noch mehrere Kisten. Ah, hier. Zack, zack. Werkzeugkisten, einer kann hier hin. 9 einfache Teile, 9 elektronische, 15 Kabel, Wechselrichter, Werkzeugkasten, fürs Batteriepack. Blaupause. Die Triche, die kommt hier hin. Oh, jetzt habe ich mal wieder einen Einbruch. Dinge. Ach, hier sind ja auch noch drin. Ein Wechselrichter.
Teile. Futschmittel. Salbe. Salbe. Planken und Werkzeugkasten. Team. Planken. Ja, Werkzeugkasten kann ich hier direkt reintun. Man hast du an dem Inventar. Gut, ja. Ich hab die Planken. Kann ich den Rucksack auch wieder einräumen hier? Der ist nämlich leer. So, da müssen es nur zwei sein. Noch ist gut. Es ist so Schneiderei. Jetzt muss ich mal gucken, welcher Band fehlt jetzt noch? Ja, genau. Schneiderei Band 1. Haben wir das komplett. Und hier war das Band 3 Waffenkunst. Werkzeugkiste, Werkzeugkiste. Überall ist Werkzeugkiste. Salbe. Eine Gruppe. Alkohol. Jetzt eigentlich noch ein Kistchen mitkriegen können, oder? Eben nicht. Hier gelohnt, ey. Naja. Egal, laufen wir noch. Naja. Machen wir denn die Werkzeugkästen lieber noch, glaube ich, hier vorne. Tri. Kabel. Das ist voll. Irgendwo hatten wir noch eine Kisten. Hier oben drüber. Einfache Teile haben wir jetzt gut was wieder zusammen. Ja, war gut, dass ich ihn nicht gebaut habe. Die hatte ich irgendwo vorne in die Kiste getan. Okay, Waffenband 3. Also Waffenband haben wir dann auch komplett. Nice. Dietriche. So. Teile hier mit. Das kommt nach oben. Das können wir wegschmeißen. Das ist jetzt komplett.
das Ganze, was nach oben kommt. Und dieses Einsortieren ist das Lässigste. Die habe ich auch irgendwo reingetan, frag mich nicht mehr wo. Schneidereiband 4 hatten wir auch, das kann weg. Wir haben jetzt glaube ich alle komplett, ne? Meister der Waffen, ja. Ja. Weg. Ich hab noch andere mit der Vorlage verloren. Das kann jetzt hier hin. Haben wir hier noch die Elektroteile, gleich haben wir noch Draht. Erstmal kommen ganz oben die Teile. Dann haben wir Draht. Was hatten wir da drüber? Da hatten wir nichts drin. Hatten wir denn das Zement? Hier. So, der Rest kommt nach unten. Das Ei kommt da rein. Keks. Kaffee. Chili-Dose. Nochmal Dietriche. Okay. Silber, 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 Silber. Salpeter, Salpeter, Kalkstein. Ich denke, das, das. So, dann ist der Rucksack auch da. Ich bin zwar überladen, aber scheiß drauf. Mann! Die ganzen Sachen drin. Da hatten wir das alles drin. Salpeter mir vorne. Soll das Silbererz direkt in den Dingens? Kannst du erstmal in die Kiste, ich hab grad die Ulfen voll gemacht. Okay. Stellen tue ich auch hier rein. Stange, Spitzhacke, okay, der Rest kommt nach oben. Was haben wir denn überhaupt noch? Einmal den Zementsack, der war glaube ich hier drin noch. Yes. Vielleicht noch diese Virusprobe. Und noch Kohle. Oh, Holzkohle kann man doch auch da reinschmeißen, oder nicht? Diesen Generator. Okay. So. Ja, cool. So, ja cool. 9 mm habe ich da reingepackt. Nice. Sehr nice, sehr nice. Warte, Batterien. Ich habe noch 5 Batterien.
Hau ich mal hier ganz vorne, wo die die Tische drin sind, hau ich mal noch 5 Batterien rein. Du eigentlich, das Eisen durch kann weg. Willst du den Hammer behalten? Ich weiß halt nicht, wofür er gut ist. Wenn es nur zum Schaden machen, ist dann weg. Das ist eigentlich nur im Nahkampf. Ja, oh, weg der Mist. Oh Gott. Eine Pistole. Haben wir oben. Ich gehe sicher. Die sind auch leer. Wir haben da. So, dann haben wir alles soweit. Ach ja, ich verdurste. Guck ich gleich am nächsten Tag mal hier vorne bei der Tanke, ob da Respawn ist. Stoff kann ich vorne irgendwo. War das jetzt? War das hier? Nee. Die Stecker liegen in der Werkbank eigentlich. Nee, Stoff. Nicht Stöcker, Stoff. So. Genau, dann können wir mal gucken, was müssen wir denn noch lernen hier? Elektrotechnik habe ich noch gar nichts. Stimmt, was brauche ich denn fürs nächste? Waffenherstellung 3. Ich bin weit. Ja, das dritte Buch muss ich lesen. Landwirtschaft 1 kann ich jetzt mal lesen. Bin ich da nämlich durch. Hast du Waffentechnik da drin? Waffenherstellung 3? Meister der Waffen, ja. Ja. Okay. Kann ich das nächste nämlich lernen? Kochen bin ich durch, ja geil. Wollte ich nur einmal lesen, das Ding ist den ersten. Kochen bin ich nur durch den Ofen fast durch. Also ich bin nicht komplett durch, ich meine jetzt den ersten Strang da, also den ersten Dingens. Was ist hier dunkel geworden? Achso, war nur ein Bug. Achso, Kochen haben wir jetzt komplett durch, scheiß drauf. Kochen, da brauchst du nur ans Feuer gehen, dann kriegst du so schnell. Wolf töten, Fleisch drauf, einfach nur braten weg. Kriegst du viel mehr. Ich finde es lustig, wenn du so bei 20 Motivation bist, wird die Welt grau.
Ja, ja. Grau und träge, grau und träge, naja, egal. Grau und träge, so. Hä, bin ich jetzt doof? Ich hab doch gerade eben Zigaretten. Trinken Wein, da haben wir genug von. Nee, das schon, aber ich hab. Ach, die liegen hier am Boden, wow. Weil ich hab. Ich glaube, 5 Stück hat man nur. Ja, 4. Ich hab die alle reingelegt. 2 habe ich jetzt rausgenommen. Ich bin fertig, ich mach die hier. Da bin ich durch. Ne, wobei. Kann ich daran liegen. Jetzt krieg ich ja Real Life Hunger. Warum denn jetzt? Okay, das haben wir. Jetzt Band 3. Muss ich mir jetzt auch pushen? Immer noch nicht fertig. Mann. Ich hoffe, den Bug fixen sie noch. Ja, dass manchmal die Kiste einfach aufbleibt. Wo du schon gar nicht mehr da drin bist. Ist der ganze Alkohol schon wieder weg? Es ist fast weg, ja. Wow. Alkohol geht immer schnell, genauso wie die Zeitschriften, wenn wir es so lesen. Ich habe gerade noch 2 Flaschen weg. Nimm dir vorne die 2 Zigaretten noch raus. Nee, ich hab den dritten Punkt jetzt. Ach so, ja. Da war ja was. Was Stahl. Denn? Silber, 2 Alu, 9 Eisen. Boah, langsam musst du doch mit der dritten Stufe mal durch sein. Ich glaube, hätte ich echt besser kochen sollen als alles andere. Kochen geht wirklich schneller. Erlege ich einen Wolf, nimm das Fleisch und du bist locker
mindestens eine Stufe. Wenn die paar Stücken da kurz brätst. Was hatte ich gesagt? 2 Silber, 2 Eisen, 2 Alu, ne? Silber wird gerade hergestellt. 2 ist durch. Neun Eisen. Da-di-da-da-da-da-t. Boah, die Zeitschrift lesen gibt grad mal 10 Dingens wieder. Ja. Ist ja gar nichts. Dafür, dass sie viermal liest. Aber wir sollten uns mal hinlegen. Ich hab noch 20% Energie. Warum hast du denn immer so viel Energieprobleme? Ich hab schon Riegel gefressen. Ich bin bei 74. Was tut dann auch durch? Ich bin 4. Zum Glück bringt Hinlegen auch was. Keine Ahnung. Ich meine, okay, ich esse zwischendurch ja ganz normal. Es gibt halt auch wieder körperliche Dingens. Auch irgendwie die Möglichkeit zu brauen. Ja. Dass man irgendwie Bier machen kann und sowas. Ja. Warte mal, du machst gerade Kochen, ne? Mhm. Die letzten Dinge hole ich aber mit Wolfsfleisch, bin ich ganz ehrlich. Ich will jetzt nur Stufe 4, mach ich fertig und dann... Achso, sonst hätte ich gesagt, mach mir die anderen beiden Dosen noch warm und dann hast du auch noch extra. Welchen anderen beiden Dosen? Warte, ich stelle sofort hier hin. Lass mich gerade noch fertig lesen. Achso, ja, dann nehme ich die noch kurz ins Inventar, bevor die weg sind. Auch wenn du zum Beispiel Schmutzwasser aufkochst. Ist zwar ein bisschen lästig, obwohl die großen Flaschen voll machen, die Dreier, und drei Stück passen oben rein. Kannst du auch noch. Ja, vielleicht sollte ich das noch machen, die Flaschen aufkochen, warte. Flaschen aufkochen. Weil du, die Großen haben ja drei, komm, fast drei Inhalte. Wenn du
Für jeden Wasserfleck oben drin kriegst du XP. Ich möchte WS Kochen Stufe 4 noch gerade fertig kriegen. Dann würde ich die 5er bräuchte ich denn nur noch und dann. Ich bin Kochen durch. Nee, aber 4 bin ich jetzt was. Dosen mit, dass mir alles auffällt, was ich brauche. Auch Energie. Weil dann brauche ich das nicht mehr. Dann kannst du die Punkte einsammeln. Bei Kochen bin ich voll. Nur hiervon. Ja, wie gesagt, die letzten Reiter hole ich dann wirklich mit Kochen und wo es gleich machen, scheiß drauf. Ja, wir haben haufenweise, ich weiß nicht, ob wir große Flaschen schon leer haben. Ja, massig leere Flaschen. Also mit den kleinen Flaschen, sage ich ganz ehrlich, ist das lästig. Ja, das weiß ich, deswegen habe ich die meisten ja auch schon weggeschmissen gehabt. Ich habe keine Lust mehr, come on. Das ist noch einmal lesen. Also fürs Braun, für den Wein Erdbeeren 9, für das Mais bei 9 Mais, Weizen bei 9 Weizen. Obwohl, wenn du gleich mit Wasser machst, dann kaufe ich mir kurz die Dosen. Es kann doch nicht sein, dass dieses Mühe jetzt nicht will, ey. Wie oft muss ich denn so eine Zeitschrift so ein Dingens lesen? Je höher die Stufe ist, so länger dauert. Okay, dann kann ich. Okay, dann bin ich da durch. Dann such dir die großen leeren Flaschen raus und dann. Wo hatte ich den hingetan? Hinten in der Kiste sind die, glaube ich. Gut. Schmutziges Wasser sein. Ich hab Fleisch. Der Wolf kommt weg. Oh, nicht. Da hinten läuft noch ein Wolf rum. Den holt er ja auch. Pack ich. Hier in die Truhe neben der Werkbank hin. Kochen. Ich hätte noch ein bisschen Holzkohle hier unten lassen sollen. In einen von den Öfen. Aber die 600 Euro reichen auch noch gut. Beruhig dich, Baum. Mulle, Mulle, Mai, der ist ein Papagei.
jetzt die auch durch. Sauber, sauber, sauber. Okay. Und die beiden hier unten. Zumindest die großen Flaschen einmal durchgekocht. Wie gesagt, neben der Werkbank ist noch Fleisch drin. Auf jeden Fall durch hier. Man, dass ich da nicht mit Doppelklick das rausholen kann, das ist so lästig. Und da ist noch. So viel hat das jetzt aber nicht gebracht. Fleisch wieder hier rein. Abgekochten Flaschen da hinten. So. Drei. Vier. Die noch da rein. Wenn wir das alles noch ein bisschen Motivation tanken. Sollten wir es auch. Nice. So viel hat das jetzt nicht gebracht. What the fuck? Ich sag doch, das ist nebelig. Richtig übel. Okay, ist aber noch nichts nachgespawnt. Alles klar. Hauptsache, die Rucksäcke verweilen hier noch auf dem Boden.
Und hier sind direkt neue Rucksäcke im Auto gespawnt. Die türmen sich bald hier, ey. Komisch ist, die Autos sind respawned, aber im Laden noch nicht. Übertriebe. Ich stehe ins Kombo. Ich. 5 Baumstämme, 15 Steine, 15 Ziegel. Ja, Steine müsste ich irgendwo noch drin haben. Ich hatte die irgendwo mit reingelegt. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Ach, das ist doch wieder Schnee. Guck mal, es schneit. Eine Batterie für die Taschenlampe. Einmal Batterie mitnehmen bitte von der Duracell-Fetischismus und so. Brauchen wir nichts. Gerade ein Schneesturm, what the fuck? Okay. Draht und grüne Batterien nehmen wir mit. Wird gerade richtig windig. Aber Schnee im Sommer? Das können wir wegschmeißen. Nee, jetzt geht's aber richtig los hier. So, die grüne Batterie, da haben wir jetzt oben massig. Dann haben wir nochmal Draht. Unten ist, glaube ich, noch ein Platz in der Bank frei. Oder hast du den voll gemacht? Nee, einer ist noch frei. Sogar fast noch eine bauen, so viel Batterien wie wir da haben. Ja, ich werde die aber woanders dann hinstellen. Oder hast du die schon alle verwendet? Nee, hier sind noch massig drin. Muss sie denn zu Stelle hinaus? Ja, Stelle hinaus. Mokulsuppe, ja, mit Rosenkohl. Das können wir konsumieren. Das können wir konsumieren. Ich krieg sogar die Sachen zurück von den paar Banks. Welche Sachen? Von den Batteriebankregalen. So, die Flasche. Kurz ein bisschen bissel der Fusche. Hier
So. Warum liegt jetzt hier eine Flasche am Boden? Ist das eine kleine oder eine große? Das sieht mir aus wie eine kleine. Nee, das ist eine große. Warum liegt die denn hier am Boden? Ich habe die gerade hier reingetan. Hä? Warum passt die? Ach, weil die 4 groß ist. Wow. Dies soll mal einer verstehen. Liegt da unten nur Werkzeugkasten rum? Ja. Ah. Okay, so wie viel haben wir denn jetzt bei Kochen dazu bekommen? Ey, noch nicht mal ein Viertel. Zeit im Auge behalten. So, einmal noch lesen. Jetzt wieder abwarten. Wie bin ich denn jetzt? Oh, es fehlt nur noch ein Viertel. Warte mal, haben wir hier noch Zeitschriften? Jawohl. Probiere ich mal, ob ich das damit zusammenkriege. Das wäre schön. Dann kann ich nämlich das auch abhaken. Zum Glück gar nicht lästig, das Lernen. Noch zweimal vielleicht lesen, vielleicht dreimal. Müsste ich durch sein. Hoffe ich. Bitte, 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 lass mich dann durch sein. Bitte, bitte, bitte. Kein Bock mehr auf den Rotz. Ja, kochen bin ich anscheinend durch. Sehr gut. Da fehlen mir nur noch die anderen 20 Berufe. Okay, so. Aus dem Sturm ist mir endlich vorbei. Immer noch nicht. Kann doch nicht wahr sein.
Höllen das hier. Es ist Schnee, einfach Schnee hier auf der Wiese. Es ist Schnee, einfach Schnee, ist mir egal. Ich hab mir jetzt meinen Bogen und schieß den Zombie zu Boden. So, was sagen denn die Karren hier? Sind die auch wieder respawned oder wieder was? Aus sein, dass die respawned sind. Na, ja, die Karren sind auch respawned. Das ist ja lustig. Gehe ich jetzt zumindest mal die Kofferräume durch. Moment, dann gehe ich gleich mal in die Compartments. Wenn die auch respawned sind, wäre das ja lustig. Davon haben wir genug, brauchen wir nicht. Okay, es fehlt nur noch ein Eisenbahn und dann kann ich Stahl herstellen. 5-6er Patronen. Oh, nice. Au. Magentabletten, Alkohol kann weg. Das interessiert mich gerade mal, warte mal. Ich hier jetzt reingehe. Sind die. Ja, die sind auch wieder respawned. Dann können wir gleich mit dem Wagen hin. Halb zwei. Ah. Ja, das würde zu lang dauern. Ja. Sieben, sechs, zwei Patronen. Okay, ist jetzt doch durch? Ja, nur das erste jetzt, dass ich weiß, dass wir hier schon gewesen sind. Ja, wenn ich das hier angefangen habe, ist ja blöd, wenn ich weiß, vorne eine Box leer gemacht habe. Deswegen mache ich es einmal komplett. Maiswein. Oh, die Schmelze ist fertig. Elektrizität, Bank 1. Stahlbahn. 3 Eisen, 1 Alu. Jetzt können wir das wegschmeißen. Das haben wir jetzt einmal durch. So, das heißt du... Silber drin. Zumindest die Autos würde ich jetzt einmal durchgehen, weil ich ja weiß, da hinten sind meistens Waffen drin, ne? Ich hier vorne die Autos schon durch. Warum sind da Zombies gespawnt und hier nicht? Alkoholbandagen brauche ich nicht. Okay, das Respawn-Muster muss ich jetzt nicht verstehen. Jetzt ist doch gerade der Winter weg. 44er Patronen. Dietrich, das kann weg, das kann weg, das kann weg.
Das kann auch weg. Dann haben wir hier die Mülltonne noch. Eisen. Das kann weg. Hä? Wo sind die Zombies jetzt? Lol, muss ich das verstehen? Ich höre dich. Bist du doch da gewesen? Wo denn? Ich versteckt am Scheißhaus da vorne oder was? Kackvieh. Wo ist der andere? Okay, da braucht man nur die Hälfte der Zeit mit dem Elektrischen. Bin ein kleiner Vogel, ich piepse hier herum. Morgen hat einer Geburtstag, da schauen wir dann dumm. G18 Pistole, DE Pistole. Komm weg. Wo sitzt der andere Zombie hier? Wasserflasche, Connor, mit wasche ich mich, dann kann ich die auch wegtun. Kleine Wasserflaschen brauchen wir halt nicht mehr. Einmal trinken, einmal waschen. Wo ist jetzt der andere Zombie hin? Da. Da oben rennt er. Komm runter. Komm runter! So, dann haben wir auf jeden Fall die Autos fürs nächste Mal schon mal leer. SMG. K. 3000 Watt. Also, welches Maschine? Oh. Nee, warte mal, falsche Bank. Okay, wir produzieren mehr als wir verbrauchen mit dem elektrischen Ofen. Ist doch gut. Ich habe jetzt die eine Bank nur mit 120er voll und halt die 200er. Obwohl, warte mal, ich mache mal in der einen. Da hatte ich ja jetzt Hoffnung, dass ich hier vielleicht oder auf der Reise, die wir eben hatten, große Batterien finde, aber irgendwie. Ich habe mal eine ausgetauscht. Ne, warte mal, es ist eine 120er. Die wollte ich nicht austauschen. Was war in dem Moment? Mit einer Autobatterie. Wie viel Dingensstauraum hat die denn? Die hat nur eine 60er. Aber ich weiß halt nicht mit. Fürs Auto brauchen wir keine Batterie, ne? Nicht, dass ich wüsste. Weg damit, die wieder rein. Am besten sind die Industriebatterien, wie die eine, die wir gefunden haben. Ja, eben, deswegen sage ich ja, ich hatte die Hoffnung, dass ich vielleicht mal hier welche finde oder so. Beziehungsweise da, wo wir heute gewesen sind, dass wir da welche finden. Oh, der erste Stahl ist leider fertig. Auch nochmal eine 80er Batterie. Oh nein, bin ich ein Vollpfosten. Jetzt habe ich den Stahlbahn abgebrochen. Der war fast fertig. Möchtest du auch so einen tollen Helm haben wie ich? Was hat denn der für Werte? 15 Kältewiderstand und 50 Kopfverteidigung minus 10 Hitzebeständige. Ja. Ja, okay, dann bring ich den mit. Ja, gerne.
Genau deswegen habe ich ihn nämlich angezogen, wie in dieser Kopfverletzungsdings. Ich habe 5 Kopf. Das sind wir durch, das sind wir durch. Das haben wir. Haben wir doch auch jetzt alles, ne? Ja, das haben wir doch. Hier den Schrank, meine Nahrung, Kiste. Und hier ist gut. Schriften brauchen wir nicht mehr, da sind wir durch. So, wir haben alle zu Hause, meine ich. Konservendose. Du brauchst auch ein Stahlbahn, ne? Wofür? Weiß ich nicht. Irgendwas lernen? Für die Teile? Brauchst du 2 Stahlbahnen für? Ne, die empfindlichen Teile habe ich ja schon gelernt. Immer noch. Aber wo hast du einfache Teile? Ne, empfindliche meine ich. Du brauchst empfindlich ja für Wasserspeicher und das. Ja, da braucht man Stahlbarren. Da muss ich aber noch weiteres lernen. Da muss ich Ingenieurswesen oder Elektrotechnik muss ich durchlernen. Ingenieurswesen bin ich durch. Warte, wo ist Elektro? Ja, da habe ich noch gar nichts, alter Vater. 2 Stahlbarren sind hier schon mal wieder. Muss halt mehr Eisen haben. Okay, was haben wir jetzt verbraucht? Steht immer noch bei sie. Okay, doch, ein bisschen haben wir verbraucht. So, das heißt, ich brauche jetzt, um Patronenhülsen zu lernen, Kupferbahn und Zeichnung des Hülsenbauplans. Gucken wir mal die ganzen Bauplänen, ich habe so viele gefunden. Ach ja. Jetzt den Helm mit. Also jetzt, wo ich Touch Portal mal so benutze, ne? Es ist schon ein tolles Teil, keine Frage. Aber wenn man einmal ein Stream Deck hatte, man ist so verwöhnt von der Einfachheit her, von dem Einstellen, weißt du? Also haben wir nicht die Blaupause. Krass, wir haben so viele Blaupausen, das haben wir nicht. Krass. Leider nicht. Ich könnte. Oh, warte mal. Waffenherstellung 5 brauchen wir dafür. Metallbogen. Waffenherstellung 3. Achso, oh, scheiße, ich muss auch Waffenherstellung auf 5 haben für die ganzen Patronen. Wie viel bist du? 3. Ich bringe noch ein bisschen Maiswein mit nach Hause. Wir haben noch Zeitschriften. Zeitschriften habe ich sogar noch eine gefunden.
ganzen Nahrungsdinger hier rein. Meister der Waffen 4. Dann muss die Zeitschrift noch hier rein. Pass auf, dann hau ich dir die Weine und so weiter hau ich auch hier rein, dass du das direkt griffbereit hast hier in der Kiste. Ja. Hier sind noch 2 Zigaretten. Ja, das war's. So, ziehen. Dann wollen wir mal lesen. Und 4. Ich muss mich waschen, ich brauche Kohlenhydrate, ich brauche Proteine, ich bin schon wieder schläfrig. Keine Energie. 48%, 47. So, erstmal genug 5 und 6er Patronen haben wir hier noch. Das haben wir gerade noch gefunden. Vor allem, man denkt, man hat so viel Muni und im Endeffekt ist das nichts. Ja. Yeah. Ach, warte, ich habe auch noch den Helm für dich nachher. Push dir auch hier in die Bücherkiste mit rein. Mhm. Reparatur. Dann haben wir hier noch Dietriche und Helene. Vorne, genau. Obwohl wir da oben auch eigentlich eine Kiste machen können, so viel wir feiern. Also werden mehrere werden, die wir noch finden. Solange wir Brechstangen haben, brauchen wir keine Tiefe hier. Ja, ich habe vorhin trotzdem die Tische benutzt, trotz Brechstangen, ich weiß es nicht. Echt? Macht der Gewohnheit, ja. Was brauchte ich jetzt Elektrodings? Bearbeitungsbank? Ne, irgendwas wollte ich damit jetzt lernen. Kochen hast du auf jeden Fall unbedingt voll machen wollen. Ach, Elektrotechnik Stufe 2. Gebaut mit einem Bauhammer. Hm? Die Batteriepackstation gebaut mit einem Bauhammer. Okay. Ja. Baust du doch mit dem Bauhammer? Hab ich Maschinenbau oder wenigstens schon mal durch? Ja, Maschinenbau habe ich durch. Ingenieurwesen auch. Also wirklich nur Elektrotechnik. Das ist ja richtig anstrengend. Okay, Waffenherstellung 4 ist fertig. Hm. Eine Ölpumpe. Das ist halt die Frage, wo kriegen wir diesen... dieses Ding für den Generator da unten, ja. Den Motor oder was das ist. Tor? Ja, wenn du unten die Blaupausen unter der Treppe. Da brauchen wir einen Teil noch für. Spezielles. Also hier unten. Kraftstoffgenerator. Ja. Den kannst du doch erlernen. Das Teil? Und, du kannst die Kraftstoffgenerator. Kannst du erlernen. Ja, yeah, aber da muss ja ein Teil, was da reinkommt. Oder ist das der? Ein Kraftstoffgenerator muss da rein. Ingenieurswesen 2 und Elektrotechnik Schufe. Kraftstoffgenerator habe ich ja gelernt.
Ja, du musst den Kraftstoffgenerator da unten reintun. Das ist ja das Ding, aber wir müssen den Generator finden. Hä? Das ganze Ding, diese ganze Blaupause ist der Kraftstoffgenerator. Und um das bauen zu müssen, brauchen wir den Generator, den wir finden müssen zum Einfügen als Teil. Bist du sicher, dass das nicht dasselbe ist, wie du da baust? Ja. Werkzeugkästen. Okay, das sieht schon anders aus, das stimmt schon. Das ist der hintere Teil von dem ganzen Ding. Mhm. Das ist es ja. Das ist ja das Problem. Ja, müssen wir gucken, wo finden wir bestimmt irgendwo. Gibt es denn auf der Karte irgendwo so Militärlager-like? Also Flughafen ist interessant. Ja, Flughafen ist auf jeden Fall interessant. Müssen wir gucken, ob es irgendwo so Militärlager... Das sieht aus wie Militärflughafen. Rechts oben vom Flughafen. Rechts oben vom Flughafen. Du meinst daneben diese vielen, mit den vielen Punkten da drin als Linie. Ja, das sieht aus wie so ein Militärflughafen, also Bahn, Landebahn. Könnten wir dann bei Gelegenheit, also beim nächsten Mal dann gucken. Also du meinst von dem großen Flughafen, so rechts. Zu da, rechts oben, genau. Hinter der Straße da. Hinter der Straße? Also rechts. Ja, genau. Rechts von dieser Straße, genau. Obwohl, dafür wäre es aber ein bisschen klein. Gut. Ich bin auch gespannt, was rechts auf der Insel bei diesem abgestürzten Flugzeug ist. Es gibt einige Ortschaften. So, wie viel muss ich noch? Halbes. Ich weiß nicht, ob das reicht. Schmackhaftes Fruchtfleisch gibt auch 5 Motivationen wieder. Hau das mal in den Pott. Ob das dich erhöht. Kann man das warm machen? Warte, dann brauche ich erst noch was zum Verbrennen hier. Im Ofen. Weil wenn man das aufwärmen kann, das wäre natürlich nice. Und wenn das sich erhöhen sollte. Fehlt nicht mehr viel. Viertel noch. Zehn Motivation. Oh nein. Also genau wie eine Zeitschrift. Kann ich hier ein bisschen was kochen hier. Kannst du auch rauslegen. 2 Stück müssen es sein. Ja. Warte, mach ich davon noch ein paar. Was gibt es sonst noch Motivation? Das hier gibt noch Motivation. Meine Werte, anderen Werte gehen auch wieder hoch. Ja. Und weiterlesen. Aber es ärgert mich mit der Blaupause, dass wir die nicht haben, ey. Die ist trist zu grau. Und sie leuchtet. Ich
Das sind gleich drei Menüs, müssen das gleich dann sein. Jetzt raus hier. Verbrannt? Willst du mich verarschen? Warum ist das verbrannt? Alle drei? Ja, warum ist das verbrannt? Mach mal einzeln rein. Oh, das wäre lästig, wenn man die nur einzeln kochen kann. Deswegen, das hatte ich glaube ich auch schon mal. Eins. Ja. Das Ding hat aber keine Motivation. Doch, sollte aber eigentlich. Nö. Nee. Doch, 10 Motivation steht auf jeden Fall dran. Durch die hingeschmissen. Ja, die andere gerade hatte keine. Die hat ja. So, noch 2 Stück mache ich. Ich kann auf jeden Fall wieder einmal lesen. Dann kann ich gleich gucken, wie viel ich noch brauche. Ja, einmal auf jeden Fall noch. Und 2 hast du noch. Eins ist fertig. Ja, wird nicht reichen. Ich hab Durchfall, sehe ich gerade. Warum? So. Danke. Reicht das oder brauchst du noch? 27. Warte mal, ich mach mal noch 3 Stück. Ja, wir haben noch ein paar Dosen. Also einmal lesen reicht es auf jeden Fall. 5. Und jetzt muss ich nur meine Motivation wieder hoch haben. Ja, ja. Was passiert eigentlich, wenn die auf Null ist? Dann ist für dich nur noch Winter. Einmal liegt schon mal am Boden. Die Welt trist, grau. Dein neuer Status, Depri. Ich deshalb würde ich auch langsam, also ich auf jeden Fall am Feierabend gehen. Ja, ich auch. Schlafrhythmus reingehen, ja. Noch einmal. Aber es ist auf jeden Fall wieder Farbe. So. Ja, 44 Motivation und ich, oh, ich muss mich waschen. Oh, schon wieder Winter. Immer noch. So. Ja, Magentabletten haben wir ein paar. Ja, wenn ich mal meinen Tee. Brauchst du eigentlich noch oder hast du hier eine Tablette genommen? Ich hab Tablette genommen. Also, sonst hätte ich den Tee gemacht. So, kochen. Bist du da wie ich jetzt durch? Jawohl, endlich, ey. Kochen 5, Leco Mio. Das dahin. Schon mal zurück.
Hauptmenü. Schon mal. Wir haben oder drei Onkel. Kisten voll mit Dosen. Ich weiß. Ich habe die dritte einmal komplett überfüllt jetzt. Alter, das ist. Sollen wir einmal kurz noch beim Generator gucken? Einmal das Eisen hier rein. Kohle haben wir noch unten. Du stellst weiter Eisen her. Freunde, dann würde ich euch schon mal rüber raiden zum Onkel. Lass mal einen ganz lieben Gruß dabei eben. Spielt noch ein bisschen 7 Days. Weiß nicht wie lang, aber immerhin noch ein bisschen was, denke ich mal. Ich wünsche allen einen guten Start in den Mittwoch. Bleibt gesund, eine gute Nacht. Falls ihr schlafen geht, Hellas Internetjoghurt und gute Nacht Internetjoghurt. Einen guten Start in den neuen Tag. Eine ruhige Schicht, wenn ihr noch auf Arbeit seid. Eine ruhige Allgemeinschicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Also gute Nacht. Das lieben Gruße und bis zum nächsten Mal. Von diesem thermischen Generator. Ich sag schon mal Tschüss.